Hallo. Heute würde ich euch gerne das Buch Corpus Delicti, ein Prozess von Juli C. vorstellen. Es handelt sich bei diesem Buch um eine Negativutopie, ein Justizdrama, ein Polizthriller, ein Gesellschaftsstück, man könnte fast sagen ein Traktat oder eine Gerichtstragödie in Prosa. Dazu kann man auch gleich sagen, dass Juli C. nebenberuflich als Juristin arbeitet und auch ein Großteil der Handlung im Gericht stattfindet. Ja, wir befinden uns in der Zukunft, eine Utopie, Dystopie. Der Staat will nur unser Bestes, hat die Gesundheit zur höchsten Bürgerpflicht gemacht und setzt das unter allen Möglichkeiten der Kontrolle und diktatorischen Maßnahmen durch. Ein junger Mann, Moritz Holl, bringt sich im Gefängnis um, weil das System ihn eines Verbrechens beschuldigt. Und seine Schwester, die Protagonistin des Buchs, Mia Holl, will beweisen, dass er unschuldig ist. Damit wird sie zu einer Gefahr und unfreiwillig zur Revolutionärin, weil Gegnerin des Systems. Ja, ich sag erstmal kurz was zu den Personen in diesem Stück, Buch, Roman, wie auch immer. Es war ursprünglich ein Theaterstück, bevor es als Buch rauskam, tatsächlich. Da diese Personen alle Träger von politischen Ideen sind. Und ja, Mia macht eine große Wandlung in der Geschichte durch. Sie ist Biologin, lebt sehr systemkonform angepasst. Sie ist im Grunde die Personifikation der Methode, erfüllt all ihre Pflichten und wird dann später natürlich Revolutionärin wider Willen, weil sie beweisen will, dass ihr Bruder unschuldig zu Tode gekommen ist, beziehungsweise unschuldig verurteilt wurde. Und damit zeigt sie, dass das System fehlbar ist. Und das macht sie natürlich zur Systemfeindin. Moritz Holl, ihr Bruder, ist der Individualist, Anarchist, Lebenskünstler. Er entzieht sich der Methode, er ist kein Terrorist. Die Terroristen in der Methode sind die Anhänger der RAK, Recht auf Krankheit. Natürlich Assoziation RAF, ganz klar. Moritz sieht Freiheit als das höchste Gut. Er ist ein Freidenker und damit im System aber eher alleine. Auch in Mia findet er nicht gerade wirklich eine Gesprächspartnerin, weil Mia ja eben sehr angepasst lebt und dieses System ja auch unterstützt. Aber deswegen erfindet Moritz seine ideale Geliebte. Das ist eine Wegbegleiterin, die er hat. Eine Frau, die für ihn alles darstellt, was er sich wünscht. Also Freiheit, Liebe zur Natur, Ausbrechen, Leben. Nicht nur leere, konforme, uniforme Hülle sein. Und diese ideale Geliebte ist natürlich eine fiktive Figur, Wegbegleiterin, Lebensberaterin, die er nach seinem Selbstmord seiner Schwester überlässt, weil er möchte, dass sie, also die ideale Geliebte, seine Ideologien und Werte sowie seinen Freiheitsgedanken an Mia weitergibt. Und er will auch Mia nicht alleine lassen in diesem System. Und die ideale Geliebte hilft dann auch bei Mias geistiger Wandlung und als diese dann vollendet ist und Mia auch eine frei denkende Person wird, die auf einmal Emotionen hat, Reaktionen hat, sich gegen die Methode regt, Verzweiflung zeigt, Skepsis, Wut, Widerstand, Auflehnung gegen das System und auch nicht mehr einfach nur methodentreu reagiert, sondern auch das überwindet und Dinge hinterfragt und fühlt, empfindet, ein Mensch wird, der sie vorher nicht mehr war, da wird sie von der idealen Geliebten dann verlassen, die im Grunde zu Moritz zurückkehrt, wenn man so möchte. Ja, Mia Holl, ganz klar, dieser Name, den gab es schon mal, und zwar im 17. Jahrhundert war das der Name einer Hexe, die verbrannt wurde, also eine Parallele, die Juli C. hier ziehen möchte, genauso wie der Name Heinrich Kramer, der Gegenspieler von Mia Holl, der im 17. Jahrhundert der Autor des Hexenhammers war. Das war ein Schriftstück, welches die Legitimation der Hexenverfolgung beschreibt, darstellt, macht, wie auch immer. Heinrich Kramer, der Gegenspieler von Mia Holl, ist Journalist mit sehr viel Einfluss und Macht im System. Er ist im Grunde der Chefideologe der Gesundheitsdiktatur und gleichzeitig wie Mia auch sehr intelligent. Die beiden begegnen sich auf Augenhöhe, was auch zu einer gewissen Anziehung zwischen den beiden führt. Also sie kommen sich sehr nahe, sie sind aber wahnsinnig unterschiedlich. Er ist absolut systemkonform und Mia, die immer mehr und mehr Mängel aufdeckt und merkt, dass auch wenn der Grundgedanke gut ist, es nicht auf Kosten der Ethik gehen darf und Menschen nicht nur Hüllen oder Zahlen oder Fakten sein dürfen, sondern dass man Gefühle haben soll und muss und dass man Partner nicht aufgrund von DNA auswählen kann, dass Küssen nicht nur gefährlich ist und dass Natur nicht nur Ansteckungsrisiko ist oder dergleichen.
Dadurch bekämpfen sie sich auch irgendwo und es wird auch immer deutlicher, dass er der eigentliche Fanatiker ist, also Heinrich Kramer, systemtreu, blind und aggressiv, zielverfolgend, kompromisslos und intolerant, einfach nur hinter der Methode stehend, über Leichen gehend, dann tatsächlich auch einfach nur dieses System verteidigt, was längst keinen moralischen Anspruch mehr hat irgendwo. Ja, im Grunde geht es darum, dass die Fürsorglichkeit des Staats zur radikalen Entmündigung der Bürger führt. Das ist also total antiaufklärerisch, weil sich eben hier niemand mehr seines eigenen Verstandes bedienen darf. Und wer das macht, ist gleich ein Systemfeind. So wird Mia dann zwangsläufig auch zur Systemfeindin, zum Tode verurteilt oder ja, gleichzeitig mit falschen Anschuldigungen, falschen Beweisen erpresst, zu einem falschen Geständnis soll sie gezwungen werden und dergleichen. Und man sieht hier halt einfach ein System, das so auf diktatorischen Methoden, auf Machtmissbrauch aufgebaut ist, kann halt nicht legitim sein. Und ja, das sind die drei großen Punkte, die Julie C. hier anspricht, ist halt Gesundheitswahn, Überwachungsstaat, Kritik an DNA-Verfahren und auch natürlich ganz klar der Missbrauch von Sicherheitsbedürfnissen, um Überwachung durchzusetzen. Also es kann nicht sein, dass eine kollektiv scheinbar erfolgreiche Ideologie wie Gesundheit für alle, keine Krankheiten mehr, jede individuelle Freiheit beschneidet und unmöglich macht oder der Mensch völlig gläsern wird. Alle Menschen in dieser Utopie haben Chips eingepflanzt, die halt sehen, wie viel man geschlafen hat, wie viel man gegessen hat, wie viel Sport man gemacht hat und dergleichen. Und es sind ja nur noch Fakten statt Menschen. Es sind nur, ja, gleichgestaltene, leere Hüllen. Es geht nur um den Körper, aber nicht mehr um das, was Menschen fühlen und denken, denn gefühlt und gedacht wird nicht mehr. So ist es ja auch die Kritik am DNA-Verfahren, dass diese DNA mehr zählt als ein Wort, die totale Rationalisierung und gerade eben diese Fehlbarkeit an diesem DNA-Test, der Moritz Unschuld später beweist, zeigt halt, dass diese Methode, dieses System nicht unfehlbar ist und daher auch nicht uneingeschränkte Macht haben darf. Und sie weist natürlich auch auf Missstände der heutigen Gesellschaft hin. Sie übt Kritik an Staat und Bürgern. Sie zeigt die Tendenzen, die wir heute schon haben, die zur Kontrolle und Regulation gehen, sei es Rauchverbot, Zensur, Datenkontrolle, biometrische Pässe oder eben einfach nur die Anschnallpflicht im Auto, was auch immer. Inwieweit ist man bereit, Freiheit für Sicherheit aufzugeben? Wie weit sollte das diktatorisch da vom Staat bestimmt sein, kontrolliert werden dürfen oder dergleichen. Und die Sorge um Sicherheit oder die Vorsorge darf halt nicht vorgeschoben sein, um Freiheiten einzuschränken. Also die Demokratie darf nicht von diktatorischen Elementen unterwandert werden und es darf nicht zu einem Überwachungsstaat kommen, denn dort ist Individualität und Freiheit einfach unerwünscht. In dieser Utopie geht es halt darum, dass nicht Machtwille, sondern vermeintlich positive Fürsorge halt zu diesem Staat führen, der natürlich seine Macht am Ende wahnsinnig missbraucht, beziehungsweise schon vorher jede Individualität unmöglich macht und die persönliche Freiheit gänzlich ausrottet im Grunde. Diese Politik wird ja schon Biopolitik und selbst das nackte Leben ist politisiert, also selbst das, was man hat, der eigene Körper, ist nicht mehr der eigene Körper, sondern staatlich kontrolliert. Ja, wenn man das Wort Gesundheit durch Sicherheit ersetzt, befinden wir uns sehr in der Gegenwart, wo es um Datenspeicherung und dergleichen geht und Sicherheit als Argument gilt für die Reduktion bürgerlicher Freiheitsrechte. Julie C. spricht da einfach Risiken und Gefahren an, der Unterminierung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, weil sie da einfach sehr, ja, aufklärerisch vorgeht, würde ich sie fast mit Fried oder Böll vergleichen, so wie zum Beispiel mit dem Stück Die verlorene Ehre der Katharina Blum, wo man ganz klar Parallelen sehen kann. Auch ihr aufklärerischer Anspruch entspricht fast schon Brecht. Die Drei-Groschen-Oper, auch wie Corpus Delicti erst ein Theaterstück war, später als Textfassung rauskam oder eben halt vergleichbar mit griechischen Tragödien, denn egal, wie Mia Holl sich entscheidet, sie macht sich strafbar gegenüber der Gesellschaft, in der sie lebt. Sie wird so oder so schuldig werden. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Dilemma. Weil es eine Utopie ist oder Dystopie, ganz klar vergleichbar, George Orwell, Huxley. Ich finde aber auch ein wenig Kafka, kann man auch drin sehen, ein philosophisches Für und Wider, ja,
wo es um Ideale und Gesellschaft geht und darum, wie weit man bereit ist, Freiheiten aufzugeben einfach. Und ja, vom Stil klassisch Julie C., sehr intelligent geschrieben, ganz klar, aber auf kühle und distanzierte Art und Weise, was ich finde, was sehr gut die Atmosphäre einer entindividualisierten Welt zeigt. Also auch alle Personen außer mir sind eher sehr eindimensional dargestellt, behalten immer eine gewisse Distanz zum Leser und man spürt nicht so richtig, was sie empfinden. Und genau das ist es eben. Die Menschen spüren nichts mehr, ausgenommen Moritz Heul natürlich. Also es ist sehr viel Distanz einfach vorhanden. Gerade in diesen Gerichtsszenen wird es deutlich, wo es einfach nur Sophie, die Richterin, die eher wissende, gute, sehende, dann als Gegenpart der Staatsanwalt Bell, der einfach nur sehr systemkonform agiert und der Anwalt von Mia Hall, Rosentreter, der versucht, sich gegen das System aufzulehnen, weil er eine Frau liebt, die aber nicht DNA-konform ist und dergleichen. Und so sieht man, da sind alles Menschen, aber irgendwie bleiben sie sehr distanziert, sehr weit weg von einem, weil sie einfach das System sind und repräsentieren. Ein schönes Zitat aus dem Buch ist: Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann. Also das Recht auf Krankheit, das Recht zu entscheiden, wie man leben will und dergleichen. Und ein Zitat von Mia aus dem Buch: Das Mittelalter ist keine Epoche, Mittelalter ist der Name der menschlichen Natur. Intelligente Sprache, aber zugleich sehr poetisch und performative Erzählkunst, gerade in den Geschwisterszenen fast schon zart und anrührend, finde ich. Und auch immer die Frage, ist ein keimfreies Leben ein besseres Leben, ist eine schmerzfreie Liebe die bessere Liebe? Es geht dann nicht darum, dass Ökoterror resultierend aus Faschismus, sondern eher um eine körperfixierte, ja, Gesellschaft, die in ihrer Demokratie blind für, ja, für das Fortbestehen des Totalitären wird. Also einfach blind wird daher, dass das Motiv eigentlich gut war, aber plötzlich die Basis fehlt und ethische Ansätze völlig außer Acht gelassen werden. Und die Ziele verselbstständigen sich einfach. Und es ist halt so, sauber ist nicht immer gut und gesund ist nicht immer gerecht. Und somit wird Mia wider Willen zur Staatsfeindin, zur Revolutionärin, aber primär zu dem, was die Methode schon vorher in ihr gesehen hat. Also es ist wie eine selbstvollfüllende Prophezeiung, die da geschieht. Natürlich alle Themen Freiheit, Gerechtigkeit, Natur, Kultur, Wahrheit, Propaganda sind ganz elementar in diesem Roman. Und darum geht es halt auch, wie viel Freiheit, wie viel Gerechtigkeit, wie viel Individualität, wie viel Kontrolle, wie viel Sicherheit oder dergleichen. Ja, dementsprechend einfach ein paar Zitate. Etwas von Mia Holl. Ganz zu Beginn des Buchs, wo es natürlich so kommt, dass Moritz gestorben ist, im Gefängnis sich umgebracht hat und Mia sich jetzt entscheiden muss. Ich blicke auf eine Kreuzung zwischen zwei Wegen, sagt Mia. Der eine Weg heißt Unglück, der andere Verderben. Entweder ich verfluche ein System, zu dessen Methode es keine vernünftige Alternative gibt, oder ich verrate die Liebe zu meinem Bruder, an dessen Unschuld ich ebenso fest glaube wie an meine Existenz. Verstehen Sie? Weiter vorangeschritten im Buch, nachdem sie auch schon ja, viel mit der idealen Geliebten gesprochen hat und sich auch schon weiterentwickelt hat und eher emotional geworden ist, nicht mehr nur rational, sondern auch fühlt, die Methode in Frage stellt und sich auch sehr aufklärerisch zeigt. Ich entziehe einer Gesellschaft das Vertrauen, die aus Menschen besteht und trotzdem auf der Angst vor dem Menschlichen gründet. Ich entziehe einer Zivilisation das Vertrauen, die den Geist an den Körper verraten hat. Ich entziehe einem Körper das Vertrauen, der nicht mein eigenes Fleisch und Blut, sondern eine kollektive Vision vom Normalkörper darstellen soll. Ich entziehe einer Normalität das Vertrauen, die sich selbst als Gesundheit definiert. Ich entziehe einer Gesundheit das Vertrauen, die sich selbst als Normalität definiert. Ich entziehe einem Herrschaftssystem das Vertrauen, das sich auf Zirkelschlüsse zieht. Ich entziehe einer Sicherheit das Vertrauen, die eine letztmögliche Antwort sein will, ohne zu verraten, wie die Frage lautet. Ich entziehe einer Philosophie das Vertrauen, die vorgibt, dass die Auseinandersetzung mit existenziellen Problemen beendet sei. Ich entziehe einer Moral das Vertrauen, die zu faul ist, sich dem Paradoxon von Gut und Böse zu stellen und sich lieber auf funktioniert oder funktioniert nicht hält.
Ich entziehe einem Recht das Vertrauen, das seine Erfolge einer vollständigen Kontrolle des Bürgers verdankt. Ich entziehe einem Volk das Vertrauen, das glaubt, totale Durchleuchtung schade nur dem, der etwas zu verbergen hat. Ich entziehe einer Methode das Vertrauen, die lieber der DNA eines Menschen als seinen Worten glaubt. Ich entziehe dem allgemeinen Wohl das Vertrauen, weil es Selbstbestimmtheit als untragbaren Kostenfaktor sieht. Ich entziehe dem persönlichen Wohl das Vertrauen, solange es nichts weiter als eine Variante auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ist. Ich entziehe einer Politik das Vertrauen, die ihre Popularität allein auf das Versprechen eines risikofreien Lebens stützt. Ich entziehe einer Wissenschaft das Vertrauen, die behauptet, dass es keinen freien Willen gebe. Ich entziehe einer Liebe das Vertrauen, die sich für das Produkt eines immunologischen Optimierungsvorgangs hält. Ich entziehe Eltern das Vertrauen, die ein Baumhaus Verletzungsgefahr und ein Haustier Ansteckungsrisiko nennen. Ich entziehe einem Staat das Vertrauen, der besser weiß, was gut für mich ist, als ich selbst. Ich entziehe jenem Idioten das Vertrauen, der das Schild am Eingang unserer Welt abmontiert hat, auf dem Stand: Vorsicht, Leben kann zum Tode führen. Ich entziehe mir das Vertrauen, weil mein Bruder sterben musste, bevor ich verstand, was es bedeutet zu leben. Wir brauchen ein Grundrecht auf Schwärze. Ich werde mich dafür einsetzen. Die Nacht wurde erfunden, damit wir uns Stück für Stück an die Dunkelheit gewöhnen. Der Schlaf wurde erfunden, damit wir uns Nacht für Nacht an den Tod gewöhnen. Mach das Licht aus. Manchmal ergibt sich aus langen Gedankengängen nichts weiter, als dass Herbst ist. Deine Knie seien mein einziger Stuhl, dein Rücken mein Tisch, deine Augen meine Fenster, dein Mund sei das Glas, aus dem ich trinke, dein Herz meine Nahrung, dein Puls meine Uhr, dein Leben meine Zeit. Dein Atem sei meine Luft, dein Gesicht mein Mond, wenn du dich bei Nacht über mich beugst, und meine Sonne, wenn du bei Tag für mich lachst. Deine Stimme sei mein einziges Geräusch, dein Puls meine Uhr, dein Leben meine Zeit, dein Tod sei meiner. Brennt das Land nieder, reißt das Gebäude ein, holt die Guillotine aus dem Keller. Tötet Hunderttausende, plündert, hungert und friert. Und wenn ihr dazu nicht bereit seid, gebt Ruhe. Ihr könnt euch feige nennen oder vernünftig, haltet euch für Privatmänner oder Mitläufer oder Anhänger des Systems, für unpolitisch oder individuell, für Verräter an der Menschheit oder treue Beschützer des Menschlichen. Es macht keinen Unterschied. Tötet oder schweigt. Alles andere ist Theater.